Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Partie des Nergorix Community Turniers. Die letzte Partie aus dem Viertelfinale steht heute an. Noch steht nicht fest, wer der Halbfinalgegner von Falkion sein wird. Es wird auf jeden Fall der Sieger sein aus der Partie Knatscher gegen Pluggy. Knatscher hat ja bisher ziemlich viel Glück. In Runde 1 hat er dann frei losbekommen, weil er eben derjenige ist mit dem höchsten Seed, also der Spieler, der hier fürs Turnier auf jeden Fall absolut favorisiert war. In der zweiten Runde hat er auch einen Freerun bekommen, weil Maximilian da so ein paar Probleme hatte mit dem Einreichen des Replays. Nun also die erste Partie, die wir von ihm sehen werden. Er ist nicht warm gespielt, vielleicht wirkt sich das auf diese Partie aus, vielleicht beginnt hier der Favorit zu straucheln, das werden wir sehen. TVT wird es also geben, das Ganze ist live kommentiert von Cyrock und mir. Ab jetzt ist übrigens jedes Spiel aus diesem Turnier live kommentiert, wurde im Livestream gezeigt und auch mit der Qualität des Livestreams, aber auch dafür eben in dem Moment, wo es gespielt wurde, was vielleicht auch ein bisschen mehr Dramatik schafft, weil Zarek und ich natürlich die Ergebnisse dann auch noch nicht kennen. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall die Partie Knatscher gegen Pluggy. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Partie. Master gegen Platin haben wir auf jeden Fall und damit hallo und herzlich willkommen hier zur letzten Viertelfinalpartie tatsächlich. Wir haben rechts unten auf Newkirk TE gespawnt als Terraner Pluggy. Und sein Kontrahent links unten gespawnt in Rot, auch Terraner. Was lange währt, wird endlich gut. KG Knatscher. Jetzt man braucht so lange für deine Infos. Ja, das macht nichts. Passiert ja sowieso nichts am Anfang. Jetzt endlich auch mal am Spielen, nach genau. Zwei Buys in diesem Turnier. Naja, in der ersten Runde hat er quasi automatisch einen Freebin bekommen, weil er eben der Spieler mit dem höchsten Seed ist, ist hier Master-Spieler. Ich weiß gar nicht, Master 2 war es, glaube ich, oder so. Oder Master 3 auf jeden Fall. Da hat so ein Sternchen. Das ist natürlich ein relativ einfacher Turnierbaum für ihn bisher gewesen. Hatte quasi in Runde 1 den Deathwin, in Runde 2 hat er auch einen Deathwin bekommen, weil sein Gegenspieler es nicht geschafft hat, den Spielstand vernünftig zu reporten. Fand ich schön. Und weil er das für 20 Minuten nicht hinbekommen hat, habe ich ihn dann disqualifiziert, weil irgendwann muss man auch mal Konsequenzen ziehen. Wir sehen Taten Algorix wegen Dummheit. Genau. Es tut mir natürlich sehr leid für den Spieler, aber eigentlich nicht, weil es war zu lösen. Weißt du, was du dem Spieler damit antust? Der hat sich das ganze Jahr darüber gefreut. Wir müssen aber jetzt mal auf das Spiel eingehen, Zarok. Double Barracks und frühes Double Gas sieht hier Plage. Ich bin gespannt, wie er darauf reagieren wird. Er selbst zieht jetzt die zweite Rex dazu. Reaper im Bau. Auf der anderen Seite sehen wir keinen Reaper. Da sehen wir eigentlich noch gar nichts im Bau. Jetzt kommt der Reaper. Es ist ein bisschen spät. Zweites Gas übrigens auch bei Plagi vorhanden. Noch kein Orbital Command bei beiden. Jetzt kommt es bei Plagi dazu. Bei Knatscher fehlt es noch. Jetzt kommt es auch. Also ich würde fast gerade Plagi einen leichten Vorteil geben. Das wäre natürlich schon ein riesen Paukenschlag, wenn der Platin-Spieler Plagi hier den Master. Ja, er war schon, also er war auch schon mal Diamant, Knatscher. So ist nicht. Aber kein Master. Aber das stimmt. Wir sehen Double Reaper bei Knatscher. Wie wird Plagi reagieren? Der hat noch nicht die zweite Barracks, das muss man ganz klar sagen. Hat allerdings schon den ersten Reaper. Das ist schon mal natürlich ein Vorteil. Zweiter Reaper jetzt auch im Bau. Wenn er jetzt noch Reaper 3 und 4 dazu bekommt, dann würde er hier auf jeden Fall genau das Richtige machen. Hat jetzt hier sein WBF wieder nach Hause geholt. Dort gibt es aber direkt das Tech Lab. Also er geht hier nicht direkt auf den weiteren Reaper. Und das kann natürlich gefährlich werden. Das ist quasi der Cheese hier von Knatscher, der jetzt allerdings gleich hinterher expandieren möchte. Ja, einen Reaper kann man gut mit einem Reaper verteidigen. Also ja, vor allen Dingen mit zwei Reapern, weil er hat ja zwei Reaper. Allerdings, wenn jetzt gleich Reaper 3 und 4 dazu kommen, dann wird es natürlich schwieriger. Erster Hit hier auf jeden Fall von Pluggy gesetzt, damit schon mal ein ordentlicher Vorteil für ihn. Jetzt kommen aber Reaper 2 und 3 und mit 3 Reapern. Er stellt sich hier aber defensiv hin mit den Reaper. Wir sehen allerdings jetzt auch hier den dritten Reaper am Start und einen Marine. Marine nicht so ganz das Allergeilste gegen Reaper. Was mich ein bisschen stutzig macht hier bei Knatscher, weder Tech Lab noch Reaktor, das ist hier Full Cheese Mode. Ja, ist es. Und was aber jetzt bei Plagi das Problem ist, er hat halt hier die Position nicht so richtig. Jetzt hat er es gemerkt, zieht sich jetzt hier zusammen. Wann sehen wir die ersten KD8 Charges? Oh, sehr schön den Reaper nochmal bekommen. Sehr das hat er gut schön. Gemacht. Haben sich hier quasi sehr, gegenseitig. Combat Shield wird hier als erstes erforscht. Nicht Stim, sondern Combat Shield. Das ist der Bonschwer T5 Bild oder sowas. Combat Shield auf Bonschwer man ja vor Tech, vor Stim, weil Tech Shield. Also für die defensive Variante, die er hier gerade auf jeden Fall nutzen muss, weil er ja gerade ziemlich angegriffen wird, ist das, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Offensiv gefällt mir Stim halt wesentlich besser, muss ich ganz klar sagen. Aber defensiv ist das sicherlich sehr, sehr gut, was er hier gerade macht. Wir haben jetzt hier vier Reaper, es werden keine weiteren Reaper gebaut. Also er ist jetzt hier in die Transition gegangen. Damit würde ich sagen, hat Plagi das gut überlebt.
Er hat den Cheese abgewehrt und ist damit ein bisschen im Vorteil. Ja, würde ich jetzt so tatsächlich nicht unterschreiben, denn die Expansion ist deutlich später. Die ist auch außerdem aus dem Highground, während hier die schon auf dem Lowground bei Knatscher steht und schon fast das Orbital Command fertig ist. Also da wird er gleich Inka vielleicht einen Vorteil haben. Jetzt kommen die Reaper übrigens nochmal rein. Nein, sie haben sich umentschieden. Dafür allerdings die Production bei Pluggy früher hier dabei. Stim dagegen bei Knatscher in der Forschung. Und wir haben schon den Raumhafen. Den haben wir auf der anderen Seite erst im Bau. Das könnte sich also nochmal spannend ausgestalten. Scannt das Ganze ist, jetzt allerdings. Das Problem, was ich ja tatsächlich mal zugeben muss, ist, ich kenne mich im TVT jetzt nicht bombastisch aus. Das geht mir in jedem Spiel so. Ja, das weiß ich, aber im TVT kann ich halt auch, also so ein bisschen was kann ich natürlich sagen, aber diese beiden Spieler spielen definitiv auf höherem Terraner-Niveau als ich, vor allen Dingen im TVT. Das finde ich sehr schön, der Vorschlag wird sofort angenommen. Was bekommt denn der Gewinner? Ein Date mit Nergo. Und 49.000 Euro für 191. Oder 119. Jetzt kommen übrigens die Mines hier, die KD8-Charges. Da hat allerdings hier tatsächlich Knatscher den größeren Schaden gezogen. Ach, diese Minen von den Reaper. KD8-Charge heißen sie. KD8. Natürlich KD8. So, jetzt steht auch die Echse ein bisschen spät. Ja, der Knatscher, der hat hier schon fast Full House hier. Ja, und 38 zu 33, Worker. Das ist schon ein ordentlicher Vorteil. Die Reaper dagegen werden jetzt hier nicht mehr so viel machen. Oh, die KD8-Charges sitzen nochmal ganz gut, das muss man sagen. Combat Shield, Concussive Shells leider noch nicht durch, sonst hätte er jetzt beide Reaper bekommen. Ist natürlich ärgerlich, die Reaper können jetzt wegrennen und sich neu generieren. Trotzdem werden die nicht mehr so viel machen. Bunker steht jetzt bei Plagi. Jetzt erste Medivacs kommen, Tanks kommen, Medivacs kommen, also bei Knatscher. Drittes Command Center bei Plagi frühzeitig im Bau. Stim jetzt allerdings durch bei Knatscher. Mal schauen, ob er damit gleich was anfangen möchte. Wir haben auch schon die ersten Medivacs. Der erste Medivac ist fertig und der Tank kommt auch. Genau, was mich wundert ist, dass wir so wenig Tanks auf der Map sehen. Im TVT eigentlich dachte ich deutlich geprägter von Tanks. Der erste Tank jetzt, wie gesagt, im Bau, bei Plagi allerdings noch nicht. Der nutzt seine Factory aktuell gar nicht, baut jetzt allerdings das Tech Lab dazu, also wird da wahrscheinlich auch in Richtung Tanks gehen. Alles andere würde mich auch tatsächlich überraschen. Plagi dagegen mit dem Plus 1er Tech Upgrade jetzt gleich schon durch. Das braucht bei Knatscher noch deutlich länger. Also, das ist im Gegensatz zum Seed, der am Anfang hier gestellt wird, auch ein relativ ausgeglichenes Duell. Ja, aber der Vorteil, wie gesagt, immer noch vorhanden hier bei Knatscher. Was ist hier gerade passiert? Da war nämlich gerade so ein oranger Punkt auf dem Map. Die Medivacs sind eingeladen worden. Wenn ein Medivac voll geladen wurde, doch, da ist ein Turret, siehst du das. Ja, das Turret ist aber egal. Wichtiger wäre, ob da irgendwie Einheiten sind. Die Reaper sehen, dass hier irgendwie was fehlt. Und ich bin gespannt, ob hier Knatscher das früh genug realisiert. Wir haben keinen defensiv gesiegten Tank in der Mainbase. Das sieht man auch ganz häufig im Thema, eben um Anti-Drop was zu machen. Das kenne ich immer. Jetzt boosten die Medivacs auf jeden Fall. Haben wir Stim bei Plagi? Ja, haben wir. Haben wir. Das heißt, das könnte durchaus Schaden hier verursachen. Nicht das Gas angreifen. Das ist wichtig. Knatscher hat inzwischen reagiert. Zwei Worker gefallen. Gas ist auch gefallen. Jetzt muss sich Plagi aber hier zurückziehen. Lädt hier ein Medivac ein. Verliert kein Medivac. Sehr gut. Das hat sich gelohnt. Naja. Ja, hat sich gelohnt. Er hat Schaden gemacht und keinen kassiert. Das hat sich, das ist definitiv dann gelohnt. Was man nur das Gas abgerollt. Ja, und ein paar Worker bekommen. Er hat jetzt ausgeglichenen Worker-Count quasi. Aber das hat sich schon gelohnt. Vorne jetzt irgendwo Action gewesen. Er hat nur die Platten hier wieder rausgenommen auf dem Boden. Bodentextur, alles klar. Ja, unbebaubare Platten. Die Production mit Plagi läuft nicht mehr so auf Hochtouren jetzt. Die Frage ist halt, wann wird die dritte Basis genommen? Bei Knatscher kommt sie jetzt dazu, bei Plagi steht sie halt schon, sie ist nur noch nicht rübergeflogen. Soll allerdings jetzt kommen, währenddessen Knatscher positioniert sich hier, Knatscher klingt immer so wie Klatscher aus Harry Potter, positioniert sich hier an seiner dritten Basis, hat halt zwei Tanks, die gefallen mir sehr gut, aber auch Plagi mit zwei Tanks, also muss ich das zurücknehmen, beide hier gleich, auch neue Tanks hier. Wir sehen, das Production Tab sieht fast gleich aus, ne? Also sie spielen auf alle Fälle sehr gleich. Ja, definitiv. Wissen beide ungefähr, was sie zu machen haben, auf jeden Fall. Hat der eine schon mal ein Replay mit dir eingeschickt? Dann könnte es sein, dass der das hier analysiert hat und so. Nee. Aber das Gas ist hier noch nicht ganz hier saturiert. Ja, das Plagi. Fehlt bei Plagi. Der hat 19 Worker auch auf den Minerals. Könnte da definitiv die zwei eben rüberschieben aufs Gas. Jetzt soll es einen Angriff geben von Knatscher. Während das allerdings auch Plagi auf dem Weg nach vorne. Oh, das könnte gefährlich werden. Plagi hat weniger. Wenn jetzt hier Stim frühzeitig sitzt bei Knatscher, könnte das böse werden. Der Siege allerdings von den Tanks deutlich früher bei Plagi. Und so kann das frühzeitig zurückziehen. Jetzt muss ich zurückziehen. Jetzt sieht schon die anderen Tanks. Sehr gut gemacht. Medivacs schön nach vorne geboostet, um eben die Vision für den Tank zu erhöhen. Das macht er hier gut. Und Knatscher hier auf Hold Position bekommt aber ordentlich Schaden hier zwischendurch. Inzwischen das Upgrade bei Knatscher durch. Damit führt er in den Upgrades aktuell. Jetzt
Jetzt Medivac nach vorne geboostet eben. Medivac trifft nichts, der Tank. Der ist zu weit weg. Ja, das stimmt. Sehr gut hier, wie die Pluggy pre-splittet tatsächlich, um hier natürlich gleich, ja, nicht den Flächenschaden zu kassieren. Wir sehen weitere Einheiten von Knatscherlauf hinterher. Wir sind jetzt also im Stellungskrieg angekommen, meine Damen und Herren. Wobei supply-technisch halt Knatscher fast das doppelte Supply hat. Naja, ist ein bisschen übertrieben, aber er hat auf jeden Fall ordentlich mehr Supply. Jetzt laufen allerdings die Reinforcements direkt in den Tank rein. Währenddessen hier ein Medivac vollgedroppt. Das könnte er gleich auf die Tanks droppen, aber will er das wirklich tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eher ein Missklick, oder? Ich glaube nicht. Nee. Da stehen ziemlich viele. Er boostet los. Also er möchte in die Mainbase. Da ist allerdings ein Turret hier unten auch, aber hier sind keine. Da könnte er gleich ausladen. Bin ich gespannt, ob wir das sehen werden. Ja, das Medivac fliegt auch genau dahin, als hätte er es geahnt. Richtige Intuition hier. Ja, in der Tat. Und Pluggy ist Supply-Block, das heißt, er kann gerade nicht Reinforcements nicht gut, einsetzen. Nicht gut. Das könnte der Tod sein. Ja, schon. Dieser Supply-Block könnte ihm das Genick brechen tatsächlich. Zieht jetzt hier einen Teil seiner Armee zurück. Stimmt auch ein bisschen hier weg, möchte hier nicht in den Tank sitzen. Aber dieser Drop, der macht unglaublich viel Schaden. 3 Kills hat er jetzt zwar erst nur, aber die Reinforcements, also dass er hier Supply-Block war, das hat ihn hier tatsächlich viel gekostet. Jetzt hat er seine Armee zurück nach Hause geschickt, aber das könnte der Zeitpunkt sein, wo Knatscher angreift. Also er könnte sich jetzt auf jeden Fall definitiv hier riskieren. Viking jetzt bei Pluggy? Ja, das brauchst du tatsächlich. Du möchtest eigentlich die Vikings dafür einsetzen. Aber Liberator das zu machen. Bei Knatscher. Ja, wobei, Liberator sind ja egal. Also Liberator gegen Viking, das wird der Viking gewinnen, der hat eine höhere Range. Aber der Liberator ist natürlich gegen die Tanks vor allen Dingen gut. Wenn er es schafft, irgendwie diesen Liberator über den Tanks zu platzieren, dann ist er, glaube ich, in 2 Schüssen oder 3 Schüssen. 75 Schaden, er hat einen Tank. Okay, in 3 Schüssen ist dann ein Tank tot. Übrigens, 4. Basis jetzt bei Knatscher im Bau. Währenddessen, die steht schon wieder bei Pluggy. Also in den Basen ist Pluggy immer vorne, nimmt die allerdings immer relativ defensiv und nicht an der Position, wo er sie später dann haben möchte. Pluggy ist in Upgrade technisch vorne, ist im Army Supply vorne, aber liegt in den Workern hin. Ja, das stimmt. 140 zu 140 Supply insgesamt. Knatscher hat auch ein kleines Problem, sein Geld zu drücken. Das stimmt. Also für einen Master-Spieler ist das viel zu viel Geld. Pluggy auch mit relativ viel Geld, aber der ist ja auch der Platin-Spieler. Er darf das ja auch. Platin-Spieler darf man das. So, der Liberator war mal so sinnvoll wie nix. Ja, das stimmt. Also, macht hier einen guten Job, das muss man echt sagen. Also geht schon mal. Allerdings, die APM sind tatsächlich doppelt so hoch bei Knatscher, aber man sieht es aktuell noch nicht. Also wenn du nur sinnlos APM spammst, dann ist natürlich was anderes. Oh, der Marine, schafft das? Nein, er schafft es nicht zu landen, bevor dahin zu rennen, bevor das die Kommandozentrale landet. Dort soll es eine Planetary geben, sollte da eben gleich nicht 5 Marines abschicken. Das könnte gleich für den Angriff gefährlich werden. So 2 hätten gereicht. Naja, aber dieser Marine wird jetzt hier Geschichte sein. Sehr gut. Hat er noch verteilt. Ich war ein bisschen mir überreagiert auch mit hier. Der Scan, der gerade auf der Armee war, denn damit hat er gesehen, dass die Armee dann steht. Jetzt kommt der Scan auf die Base, das stimmt. Typical TVT. Du kannst auch auf Deutsch schreiben. Ihr könnt auch Deutsch schreiben. Ich schreibe den gleich nochmal alle. Du darfst nicht schreiben. Was? Du bist nur Zuschauer und nicht Schiedsrichter. Das finde ich sehr frech. Also du kannst Bier schreiben, aber mir auch nicht. Ja, das hilft nichts. Das stimmt. Jetzt bewegt sich der Blob ein bisschen nach oben, will jetzt wahrscheinlich die dritte Base hier rausnehmen. Weil das ist eine 4. Base im Bau. Davon weiß Pluggy nichts, das könnte gefährlich werden. Geht jetzt hier quasi auf die 4. Base, da wird ein neues Command Center bekommen. Ziemlich viele neue Command Center stehen jetzt hier bei Pluggy wieder rum. Und Pluggy sieht hier nichts. Jetzt bekommt er den Scan hier ab, vielleicht rafft er jetzt was? Nee. Warum geht er nicht nach oben? Warum und das könnte gefährlich werden. Ist jetzt völlig out of position. Die Tanks siegen. Jetzt hat er hier seine Base nicht als gut, quasi eigene Engstelle. Und das ist nicht gut für Pluggy. Das ist überhaupt nicht gut. Das könnte hier die spielentscheidende Situation sein. Ah, sehr, sehr ärgerlich. Versucht jetzt hier mit seiner Armee möglichst breit sich aufzustellen. Wäre das allerdings schon Teil der Armee von Knatscher in der Natural von Pluggy. Da sind nicht genug Reinforcements, um das Ganze abzuwehren. Pluggy baut leider gerade auch gar nichts. Knatscher aktuell gemaxt. Ja, und jetzt geht's nochmal in den Fight, aber das wird hier nicht rein für Pluggy. Das wird hier geklärt werden, locker von Knatscher. Also vorher hat mir das sehr gut gefallen, was hier Pluggy gemacht hat. Aber er hat eben den Überblick über die Armee des Gegners verloren. Und das hat ihn dann doch hier definitiv das Spiel gekostet. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf Proxima Station Map 2. Knatscher führt 1:0. Oh, 3 WBS machen auf Weg. Wir müssen schnell vorstellen. Wir haben rechts oben als Terraner Knatscher. Ja, links unten haben wir als Terraner Pluggy. Und wir sehen hier Käse, großen Käse. Hier wird gecheased. 3 Chinesen ohne Kopftreffer. Oh, ich muss natürlich wieder in-game gehen. Sorry dafür.
Klagi muss dann eigentlich scouten. Ja, aber beim letzten Spiel hat er WBFs gesammelt. Ja, der WBF ist auch schon hier auf Scouting-Weg nach vorne. Du bist hart am Lecken. Macht ja nichts, der Stream hört das ja nicht. Ja, aber er ist zu spät. Er verpasst hier die drei Barrackses. Er fährt auch vorbei. Aber er wird halt irgendwann in der Basis des Gegners ankommen und dann wird er sehen, da steht nichts. Aber reicht das? Ist das früh genug? Wahrscheinlich nicht tatsächlich. Ah, das wird sehr, sehr eng. Wir sehen tatsächlich bei Knatscher kein Gas. Das heißt, es werden Marines und keine Reaper. Das ist schon mal auch eine interessante Information. Normalerweise hätte ich jetzt eher Reaper erwartet tatsächlich. Das könnte tatsächlich für Plagi noch ganz okay werden, weil wenn er dann oben einen Bunker baut, die haben ja nur eine relativ kleine Ramp hier. Also bin ich sehr enttäuscht, dass ein Masterspieler zu solchen Mitteln greift. Oh, aufgeregt, da kommt die psychologische Kriegsführung. Der Cheese-Chat kommt hier. Genau. Ich hoffe, da lässt sich Plagi jetzt nicht drauf ein. Mal schauen. Oh, jetzt lagge ich. Ja, Knatscher, fragt doch nochmal nach den Bundesliga-Ergebnissen. Plagi baut den Bunker. Er hat den Braten gerochen. Jetzt ist die Frage, reagiert er hier gut genug? Das ist die Frage. Er muss jetzt frühzeitig zweite und dritte Barracks bauen. Wir sehen bei Knatscher halt vier Barracks mit Marines konstant im Bau. Aber wenn der Bunker steht und die Marines drumherum stehen, die WBFs drumherum stehen zum Repairen, dann kann das hier ausreichen. Aber es wird sehr, sehr hart für Plagi. Das wird ein bisschen eng jetzt. Das wird sehr, sehr hart. Marine gegen Marine, aber Showdown. Der zweite Marine kommt noch nicht dazu hier leider von Plagi. Jetzt sollte er sich aber schleunigst in den Bunker zurückziehen. Er hat es leider nicht ganz geschafft in den Bunker. Hat er abgefangen, ey. Factory, also er möchte hier auf einen Tank kommen. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Falls er irgendwie einen Tank bekommt, dann ist es in Ordnung. Vorher wird es allerdings sehr, sehr schwierig. Warum geht er nicht einfach in den Bunker? Oh, jetzt ist der Marine auch noch außen gespawnt. Im Bunker! Schnell, schnell, schnell. Und Depot. Oh, warum hat er denn das Depot nicht hochgeholt? Aber gut. Die Lücke in der Wall. Er hat da vielleicht ihn auch so ein bisschen locken wollen, weil noch hatte er den Vorteil. Jetzt allerdings 5 Marines zu 2 Marines. 3 Marines inzwischen. Baut hier auch tatsächlich ein Tech-Lab. Oh, ob das so richtig ist. Ein Tech-Lab, was bringt ihm das denn? Kann er damit Marauder bauen? Aber Marauder gegen Marines ist jetzt auch nicht das allerbeste. Wir sehen aber schon, die WBS fahren wieder nach Hause zurück. Kommen da am WBF von Plagi vorbei tatsächlich. Das sieht er hier. Aber reicht der eine Bunker gegen diese Masse an Marines? Ja, vor allen Dingen ohne Repair. Also, und er muss aufpassen, dass er hier dringend seinen Waypoint fixt von der Barracks, weil er lässt die Marines immer außen spawnen und die kommen dann nicht in die Barracks rein. Stim jetzt in der Forschung. Die hat er gefixt, er hat die Waypoints direkt nicht auf den Bunker gelegt. Ja, aber es reicht nicht. Sie spawnen trotzdem draußen. Siehst du jetzt hier. Ah, der Bunker macht schon ganz gut Schaden. Reicht der Repair aus? Mule hat er auch gezogen, sollte man eigentlich nicht machen. Jetzt brennt er auch noch. Ja, aber ist ja egal. Ja, Repair mit, ey. Ja, Mule sollte man eigentlich dafür nicht nehmen. Er scheint das hier zu halten mit einem Bunker. Das hätte ich nicht gedacht. Man muss natürlich aufpassen hier. Knatscher ist sehr, sehr all-in mit diesem Bild, muss man ganz klar sagen. Ja, aber er WBF-t hinten weiter. Er WBF-t? Ja, wir sehen, die Marines möchten gleich den nächsten Angriff starten. Man darf natürlich nicht vergessen, jetzt hat Runter. Reicht. Ja, wenn er das jetzt abreißt, dann brecht er nicht. So, wir sehen aber im Einkommen ist Plagi jetzt schon vorne. Auch wenn vorne so ein paar WBFs rumstehen, die natürlich zum Repair da sind. Wir haben hier gerade einen Cancel gesehen auf dem Reactor, glaube ich, war es. Und jetzt soll es direkt das Tech-Lab geben für einen Tank. Das halte ich auch für sehr, sehr angebracht. Erstes Medivac auch im Bau. Ja, und ich denke, dieser Cheese hat sich jetzt erledigt. Die Frage ist, kann hier Knatscher gleich eine Transition spielen? Also er ist in den Workern schon deutlich hin. Die Frage ist, wann kommt die Expansion für Plagi dazu? Wann fühlt er sich sicher genug, das zu halten? Ich weiß auch noch nicht, ob er tatsächlich sicher ist. Der erste Marauder jetzt mit dabei. Das Medivac hilft halt enorm. Das hilft enorm. Auf der anderen Seite kommt jetzt erst die Factory. Also da ist der Tech schon deutlich, deutlich delayed. Also Plagi hat dann schon einen Vorteil, ist in der Eco vorne, ist im Tech vorne. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Map ist, um so zu cheesen, muss ich ganz klar sagen, weil man eben hier nur diese kleine Ramp hat. Wenn das eine Map wäre, wo man hier quasi nach außen expandiert direkt. Und jetzt sehr klug von Plagi, ihr fährt nochmal nach vorne und guckt, was der Gegner noch hinten so macht hier an Transition-Basis. Ja. Ja, wir sehen übrigens, die Barracks fliegen jetzt alle wieder nach Hause. Also da hat er jetzt gesagt, okay, Cheese hat sich erledigt, jetzt muss ich hier die Transition spielen und fliegt die Barracks nach Hause. Heißt natürlich jetzt für einen relativ langen Zeitraum keine neue Einheiten mehr. Und wir sehen hier, Plagi hat einen Tank eingeladen. Wollte er das? Ich weiß es selber noch nicht. Soll es jetzt ein Double-Tank-Drop werden oder was wird das jetzt hier? Wenn das ein Double-Tank-Drop wird und der dann zum Sieg führt, dann... Ja, ich denke, er wird jetzt mit allem einfach droppen. Ist natürlich riskant, Ja, könnte sich aber lohnen. Wir sehen halt 22 zu 10 Supply, also das ist schon ein ordentlicher Unterschied.
Und mit, er hat halt Stim. Er hat Stim, er hat zwei Tanks, er jetzt hat Medivacs. Nach vorne, boostet nach also wenn vorne. Er da jetzt, wenn er jetzt quasi er jetzt hier reindroppt, also ich kann es ja leider nicht pingen. Er hat noch nicht mal angefangen zu bauen, er muss erst mal landen. Ja. Möchte jetzt auf eine Banshee hinterhergehen, so wie das aussieht. Also das ist schon riskant, was wir schon machen. Ja, Knatscher hat eine Expansion, Plugin nicht. Dieses Depot finde ich auch geil. Scan von Plagi sieht hier die Marines, aber wie gesagt, Marines ohne Stim. Jetzt fliegen hier wieder alle Gebäude von Knatscher durch die Gegend, der kann sich noch nicht entscheiden, wo er hinfliegen will. Wo ist der Drop? Da ist der Drop. Boostet nochmal, lädt jetzt aus und ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel in dieser Sekunde vorbei ist. Siege die Tanks und dann ist das Spiel vorbei. Sehr gut. Das kann hier Knatscher nicht mehr abwenden. Es werden nochmal alle Worker gepult. Versucht hier möglichst viel Schaden zu machen. Es ist natürlich so, dass die Tanks nicht mehr geliftet werden können. Sehr schönes Fokusfeuer links auf die Marines gemacht. Ja, und das war's. Das ist das 1-1. 18 Möcke gefallen. GG von Knatscher. Warum hat Knatscher gecheased, muss man da fragen. Hätte er ein Magpul-Game gespielt, wäre das sicherlich anders geworden. Wollte es spannend machen. Ja, ja. Ich glaube, er hat den Ball langweilig. Der hat so lange nicht gespielt. Der bräuchte jetzt irgendwie ganz schnell ganz viel Action. Und damit gehen wir quasi in die Verlängerung. Spiel 3 steht an. Platin gegen Master. So, wir sind in Partie Nummer 3 angekommen. Es steht dementsprechend 1-1. Oh, ich habe jetzt auf irgendeine andere Kamera umgeschaltet. Das wollte ich nicht. Scheiß Kack-Scout. Ach, Kack-Scout. Ich habe bei mir den Wortfilter tatsächlich drin, scheinbar. Wusste ich gar nicht. Naja, wir haben rechts unten in Rot gespawnt. Den gerade eben cheesenden, jetzt wohl nicht cheesenden. Terraner in Rot, Knatscher. Und sein Kontrahent links oben in Grün gespawnt. Ebenfalls Terraner, der eben gerade Cheese abwehrende, diesmal wahrscheinlich nicht Cheese abwehrende, Plagi. Der gerade Supply-Block ist, aber jetzt ist das Depot durch, also alles normal. Scout auch wieder von ihm. Wir wollen nicht die schönen Platten im Griff haben, sondern lieber den WBF, um den Scout hier zu sehen. Kein Scout hier. Bei Knatscher macht der nie. Oder hat er bisher in allen Spielen, wir haben ja nur 3 gesehen, weil mehr hat er auch in diesem Turnier noch nicht gespielt. Das ist ein Masterspieler, der weiß genau. Jetzt hat wieder Zarok nur die Hälfte des Satzes sagen können. Tut mir übrigens sehr leid für diese technischen Probleme, aber es hat sich ja inzwischen relativ in den Griff bekommen. Ja, jetzt das ist das erste versucht Mal, Plagi hier zu nerven. Wenn er den kriegt, dann ganz schön. Nee. Aber allein dieses Delayen. Guck mal, er baut jetzt gerade die Barracks nicht weiter. Allein das hilft schon. Ja, stimmt. Der macht das schon intelligent, der Plagi. Micro Wars hier. Ja, das ist immer das, was einen als Terraner extrem nervt. Mich auf jeden Fall auch. Wir sehen übrigens wieder einen Marine von Plagi, keinen Reaper. Wir haben mal ein frühes Gas von Plagi. Das heißt, es spricht für eine frühe Factory bei ihm. Vielleicht oder halt ein frühes Stim. Aber ich glaube eher die frühe Factory. 4 Marines, 2 Hellions und dann ab nach vorne. Ja, können wir machen. Oder auch Cyclones inzwischen ja sehr beliebt dafür, für diesen Cyclones. Angriff. Also 4 Marines, 2 Cyclones sind auch echt gut. Ja, Mars Cyclones ist auch extrem ekelhaft. Ja. Jedenfalls so lange, bis man irgendwie Tanks hat. Knatscher, Expansion, allerdings ziemlich früh auch bei Knatscher. Die kommt bei Plugin nicht. Nee, dafür, wie gesagt, die Factory früher. Knatscher hätte sich die Factory noch nicht leisten können, hat das Gas halt für den Reaper verwendet und nicht für die Factory. Jetzt allerdings gleich auch bei ihm 100 Gas, mal schauen, ob er das dafür nutzt oder ob er lieber noch einen zweiten Reaper machen will. Wir haben ja in der ersten Partie auch einiges an Reapern gesehen bei ihm, ganz am Anfang. Wir können uns ja wieder mal die Schilder anschreiben. Versteht er? Kann ich nicht lesen. Gefolgt von Nacht der Zerg. Film-Highlights. Wo genau auf dem Map? Ich kann ja leider nicht pingen. Wir müssen uns auch den Reaper anschauen. Oh, der hat hier schon mal eine gute KD-8-Charge gesetzt. Erste Marine scheitert jetzt hier schon zu schnell. Oh, sehr gut nochmal weggezogen von Plagi mit 3 HP. Jetzt kommt noch ein WBF mit dazu. Das ist nicht gut. Er versucht sich damit Zeit zu kaufen. Muss auf hier aufpassen mit seinem angeschlagen. Da ist er tot. Jetzt ist er nicht mehr angeschlagen. Ja, das stimmt, jetzt ist er leider tot. Wir sehen hier tatsächlich ein frühes Tech-Lab, ein Tank im Bau. Ich hätte jetzt gedacht, dass er das mit dem Starport switcht tatsächlich, aber scheinbar dann nicht. Vielleicht war das Starport einfach zu spät dran. Ja, oder weil er es gescoutet hat, also der Reaper das Ganze gesehen hat. Hat er übrigens nicht, er hat genau diesen Korridor ausgelassen. Er hat alles von dieser Base gescoutet, außer der Teil, wo die Gebäude stehen. Guck mal, das direkt mal an. Das ist ja irre. Aber der Tech-Lab hat er gesehen. Ja, das stimmt. Aber hätte auch in einer Barracks sein können. So, wir sehen einen Medivac und einen Tank. Also es könnte wieder einen Tank-Drop geben, den frühen. Das hat er ja quasi gerade im letzten Spiel auch gespielt. Kriegt aber jetzt ziemlich auf den Sack.
Aber überlebt das. Reicht, aber oh, die KD8 hat schon mal sehr gut gesetzt. Also das muss man sagen, macht er gut. Hier übrigens wieder mal echte Männer bohren tief. Wir müssen uns ja wieder ein bisschen die Maps anschauen. So, Tank ist inzwischen gesieged. Die Marines können jetzt auch geheilt werden vom ersten Medivac. Zweiter Tank im Bau. Wir haben immer noch keine Expansion von Plagi. Jetzt kommt sie übrigens dazu hier oben. Aber auf dem Highground noch, während die hier unten schon läuft. Wir schauen mal gerade auf den Einkommensvorteil. Der ist jetzt gerade deutlich hier zu richten von Knatscher. Über 320 oder so jetzt, würde ich sagen. Ist ja noch keinerlei Army. Genau, wenn wir uns den Armeegrößenvorteil anschauen, da ist Plagi doch deutlich vorne. Also wenn er das riechen könnte und jetzt nach vorne gehen würde, dann könnte er das Spiel hier beenden. Ich denke, Plagi wird darauf warten, dass er hier zwei Tanks hat und zwei Medivacs und dann mit dem rübergehen. Wenn er wieder droppt. Ein bisschen wenig Marines. Ja, er wird wieder droppen. Okay, also er wartet jetzt auf das zweite Medivac. Bei Knatscher, dann könnte es das jetzt schon gewesen sein, wenn er darüber fliegt. Oh, er hat tatsächlich das perfekt ausgegangen. Er hat das wirklich gesehen. Er ist zwar hochgesprungen mit dem Marine. Aber es ist halt keine Army mehr. Also das muss ihm schon irgendwie zu denken geben jetzt. Ja, das stimmt. Oder er makrot jetzt so viel. Er makrot vorne vor allem mit seinem Reaper so viel, dass er hinten alles den Pfeil verpasst. Stimpack ist übrigens bei Knatscher gleich durch. Jetzt zieht hier Plagi seine Medivacs zurück. Ich glaube, das war der große F2-Fail. Der Reaper ist gefallen, der Reaper ist gefallen. Das war der große F2-Fail. Er hat wieder seine ganze Armee zugeschickt, damit auch mein die Medivacs. Mein Gott, Leute, das tut... Man drückt diesen Knopf nicht. Er hätte auch übrigens hier in dem Fog of War quasi hier ausladen können. Die Turret ist zu spät, die Turrets sind zu spät. Haben wir Stim bei Plagi? Nein, wir haben nicht Stim bei Plagi. Das macht diesen Push deutlich schwächer. Beim letzten Mal hatte er Stim und wir haben halt Stim bei Knatscher, aber wir haben halt keine Tanks bei Knatscher. Oh, oh. Jetzt gleich haben wir schon einen Tank bei Knatscher. Ja, aber der wird ja nie mehr in die Position kommen, die er braucht, weil der Tank natürlich vom Plagi hat die gleiche Reichweite. Vier Worker sind schon gefallen, der Rest hat sich hier weggezogen. Jetzt geht's hier auf die Production. Mir wäre es besser gefallen, hier direkt auf Tech Labs und Reaktoren zu gehen, Jetzt reißt er auch noch hier Barracks. Er zieht seine Einheiten sehr gut zurück. Oh, und Plagi muss aufpassen, dass er nicht zu weit nach vorne rennt, um eben nicht im Tankfeuer zu stehen. Der stand hier. Wo war der? Stehen im Tankfeuer. Ja, ein Tank, der hat blöd gefallen. Knatscher übrigens jetzt Supply blockt, währenddessen versucht Plagi, also Plagi hat inzwischen einen ordentlichen Worker-Vorteil, 27 zu, Ein Army-Vorteil. Oh, aber die Hälfte der Marines von Plagi greift nicht mit an. Oh, das war nicht gut gemacht von Plagi. Verliert hier jetzt alles. Oh, das hat er nicht gut gemacht. Ich glaube, da war er gerade hinten am Makron. Jetzt kommt ein neues Medivac, was noch einfach blöd reinfliegt. Okay. Hat er früh genug gemerkt. Aber nichts verloren und ordentlich Schaden gemacht. Ja, aber die Echse steht immer noch nicht von Plagi. 37 zu 27 Worker noch für Knatscher. Also das heißt, die Echse steht nicht. Also ja, sie läuft halt nicht. Auf der Gegenseite schaut ihr mal die Echse von Knatscher an. Die läuft wunderbar. Stim allerdings zwischendurch. Die Barracks brennt übrigens gerade. Ja, aber da ist ein WBF, das repariert. Also noch frühzeitig eingegriffen. War aber schon ziemlich knapp, muss man sagen. War unter 100 Hitpoints. Hätte er jetzt Stim gehabt, der gute Plagi, dann wäre das Spiel jetzt vorbei gewesen. Ja, ich glaube, das hat er vergessen tatsächlich. Weil die Tech Labs waren da. Hatte er denn Combat-Shielder? Ne, auch die hatte er nicht. Also er hatte aber er drückt auch keinen Stim an. Ich glaube, Stim hat er inzwischen. Ja, war aber halt während des Angriffs nicht da. Macht sie jetzt wieder auf den Weg nach vorne und möchte hier aggressiv weiter nach vorne rennen. Aber das Army Supply ist mittlerweile ausgeglichen. Das stimmt. Nur noch der Vorteil des quasi. Aber wir dürfen nicht vergessen, Knatscher ist gerade ordentlich Supply-blockt, hat hier ziemlich geschlafen, kann jetzt keine neuen Einheiten bauen. Natürlich ein kritischer Zeitpunkt, wenn du gerade angegriffen wirst, aber diese Armee von Plagi, die wird nicht ausreichen, um das zu besiegen. Da hinten kommt nochmal ein Tank hinterher, der ist sehr, sehr wichtig für diesen Push. Ich weiß nicht, ob das reicht, um ehrlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt hier quasi auf dem Lowground die Tanks siegt und dann mit den Marines auf den Highground geht. Er entscheidet sich für alles auf dem Highground. Gut, kann man machen. Ja, warum nicht? Genau, warum nicht? Aber er Tanks muss er jetzt früh siegen. Stim gezündet bei Knatscher direkt. Ja, Liberator bringt viel. Der Liberator wird hier ordentlich was machen. Aber die Marines sterben hier ordentlich weg. Reicht weg, aber nicht. Fliegt doch einfach weg. Reicht hier nicht für Plagi. Muss ich wieder hier zurückziehen. Nein, das reicht. Combat Shield jetzt leider gleich auch erst durch. Dieser Tank übrigens sehr interessant von Knatscher, wo er sich befunden hat. Also Plagi hier sehr, sehr aggressiv unterwegs. Jetzt inzwischen mit der Natural hier. Aber 31 zu 42 Worker. Wenn wir nochmal in den Income-Vorteil anschauen, da ist hier Plagi eigentlich das ganze Spiel hin. Er hatte zwischendurch einen kurzen Vorteil, weil er eben die WBS vom Minen abgehalten hat beim ersten Drop. Jetzt muss er aber hier aufpassen. Der Angriff hier, der Frontalangriff von Knatscher, macht sich jetzt auf den Weg nach vorne. Könnte es gewesen sein. Wir sehen im Abend, ist vielleicht 50 zu 22. Ich denke, da wird sich der Masterspieler dann doch durchsetzen. Plagi hier mit dem Medivac relativ weit nach vorne, um eben zu sehen, ob der Angriff kommt und frühzeitig den Tank schießen zu können. Das war sehr, sehr schlau, aber es wird hier nicht reichen. Das sind zu wenig Einheiten, die hier rumstehen. Plagi auch mit 700 Mineralien, gut, Knatscher auch. Darf das eigentlich auch als Masterspieler nicht haben, aber ja.
Ich glaube, das wird schwer für Pluggy. Jetzt doppeltes Army Double Supply. Scan. Natürlich immer schwer, in Tanks reinzurennen, aber ich glaube, die Armee von Knatscher würde tatsächlich ausrennen. Er entscheidet sich dafür, einen Teil einzuladen. Könnte natürlich auch einen Teil absplitten und hier quasi in die Mainbase gehen und dort Echo-Schaden machen und Plaggy ein bisschen ablenken, um dann anschließend von darauf zu rennen. Er möchte aber direkt frontal rein, lädt hier jetzt aus, quasi einzelne Einheiten, um eben nicht den Flächenschaden zu ziehen. Tank ist tot, Tanks von Knatscher Das dürfte ziehen sich es gewesen und das sein. wird das Game gewesen sein. Der Master-Spieler scheint sich hier, obwohl er den Kaltstart sozusagen hingelegt hat, durchzusetzen. So ist es. GG von Plaggy. Aber es war relativ knapp. Für Seed 1 gegen Seed Das 9 muss stimmt. man sagen. Für Platin gegen Master hat sich doch Plaggy hier sehr, sehr Jawohl. gut Hätte geschlagen. Pluggy nicht das Stim vergessen? Ja, das hätte ordentlich was ausmachen können. Mit Stim wäre dieser Push nochmal deutlich, deutlich stärker gewesen. Ja, das waren nochmal TVTs nach meinem Geschmack am Anfang. Doch sehr, sehr ausgeglichen. Dann sehr, sehr cheese-lastig von Knatscher, der dann den schnellen Sieg klar machen wollte und dann leider das damit nicht geschafft hat und wir deshalb noch eine finale dritte Map sehen konnten. Trotzdem setzt sich hier jetzt der Favorit durch mit 2 zu 1. Trotzdem kann sich hier Plaggy sehr zufrieden zeigen, dass er es geschafft hat, eben hier den Favoriten für den Gesamtturniersieg so hart in Bedrängnis zu bringen. Plaggy hat auch vorher schon gegen Korax gewonnen und gegen Rugusa musste sie jetzt allerdings dann Knatscher geschlagen. Gegen Knatscher selbst, wie gesagt, bisher ohne großartige Turnierleistung, jetzt in Runde 3 das erste Mal aktiv gewesen und hat da trotzdem Plaggy geschlagen. Am Ende fragt keiner mehr, wie dieser Sieg zustande gekommen ist, denn Knatscher zieht nun ein ins Halbfinale, hat dadurch natürlich noch gute Chancen auf den Turniersieg, muss im Halbfinale allerdings jetzt gewinnen gegen Falkion. Die andere Halbfinalpartie wird sein, Dystopia gegen Nex. Wir nähern uns so langsam der heißen Phase dieses Turniers. Das war's aber jetzt erstmal für diese Folge. Beim nächsten Mal starten wir dann mit der ersten Halbfinalpartie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.